Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Heute mal mit Panda-Gesicht. Die Maske hatte ich nämlich gestern in einem Zuschauerpaket. Die rutscht nur gerade ein bisschen. Und die hatte ich auch vor ein paar Wochen schon in einem Zuschauerpaket. Und neben der Panda-Maske hatte ich da auch so eine Tiger-Maske, die hat Julian schon benutzt. Und jetzt habe ich mir nach dem Duschen mal diese Maske raufgemacht. Also vielen Dank an Julia und ihren Freund. Ich glaube, Ron... Ich konnte es nicht so richtig entziffern, wie er heißt. Also liebe Grüße an euch und vielen Dank für das nette Paket. Da waren so viele Snacks drin für Mila, für uns, was für alle von uns. Ja, war was dabei. Und dann kam noch ein Paket von... Moment, da muss ich mal eben gucken, wie der Name war. Von Svenja kam auch noch ein nettes Paket. Und sie hat uns unter anderem diese Windlichter gemacht. Die macht sie aus alten Babygläschen, fand ich irgendwie total cool. Also ist ja mal eine Idee, ne? Also wenn ihr noch ein Windlicht sucht. Sie hat nämlich einen Instagram-Shop, hat sie geschrieben. Ansonsten haben wir heute Freitag. Mila ist wieder in der Kita. Am Montag hatte sie nämlich eine Impfung und am Dienstag ging es ihr deswegen nicht so gut. Sie hat nämlich Fieber bekommen. Aber am Mittwoch war alles wie immer. Also die mir auf Instagram folgen, werden es gesehen haben. Meiner Hand geht es nach wie vor nicht besser. Ja, so viel zum aktuellen Stand. Bruno, was ist denn los? Was wird hier rumgequietscht? Quietsch, quietsch. Wow. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit durch unseren Tag. Wünsche euch dabei natürlich viel Spaß. Und ja, mal gucken, was heute noch so ansteht. Auf jeden Fall mit der Hand nicht so viel. Aber ja, wir werden einfach mal sehen. Die Maske ist ab. Ich fühle mich sehr erfrischt, auch wenn die Augenringe dadurch nicht zurückgegangen sind. Aber das verspricht sie auch nicht. Ja, heute steht auf jeden Fall noch Wäsche an. Also ein bisschen zusammenlegen, das ist ja nicht so viel. Und ich will jetzt mal eben vom Frühstück noch Milas Zimmer ein bisschen aufräumen. Weil da bleibt manchmal morgens so ein kleines Chaos zurück. Und das wollen wir jetzt mal eben machen. Und ich laufe rückwärts, damit ihr mich noch seht. Dann, wenn ich mich umdrehe, ist es direkt super dunkel. Aber macht ja Sinn, ne? Wenn ich zum Fenster stehe, ist es heller. Logisch. Mila war heute Morgen nämlich direkt wieder am Wuseln, hat hier ein paar Bücher ausgeräumt. Ihr Schlafanzug liegt da noch. Die Lichterkette kann ich jetzt mal ausmachen. Die muss nämlich nicht den ganzen Tag brennen. Und ja, einfach hier so mal ein bisschen aufräumen, damit das nicht so chaotisch aussieht. Die Bettdecke habe ich hier schon zum Lüften rübergehangen. Ja, das wollen wir mal eben hier schnell machen. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und es hat sich hier viel getan. Wir haben hier viel gemacht. Mittlerweile haben wir es mittags und Julian muss bald los zur Arbeit. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Also Julian hat was geschafft. Ich habe ausgemessen. Das, was halt ging. Und hier hängt jetzt ein Regal. Aber wie gesagt, ich zeige euch die Sachen noch genauer, wenn ich hier die Wohnungstour mache. Aber ein Regal in der Küche will ich euch eben zeigen, weil ich das so schön finde. Und zwar dieses kleine Regal hier, das habe ich bei Teddy gefunden für 5 Euro. Also ich glaube, man findet solche Sachen vor allem in großen Teddy-Filialen. Und ich hatte das sofort im Kopf für die ganzen Just Spices Gewürze. Und ich finde, das sieht auch echt so cool aus. Also Just Spices macht, finde ich, echt was her von der Optik. Und ich finde auch gut, dass hier noch ein paar Haken sind, dann für Handtücher. Weil dann müssen die nicht immer alle da auf der Heizung hängen oder hier irgendwo rumfliegen. Dann haben sie jetzt dort ihren festen Platz. Ja, hast du sehr, sehr schön angebracht. Ja. Danke. Finde ich auch. Finde ich auch super. Steck deinen Kopf da nicht so weit durch. Hm? Na komm, schaffst du es weiter hoch? Brauche ich dich nicht so viel tragen. Immer gut festhalten, ne? Kuckuck. Hallo? Na komm. Super machst du das. Und weiter. Vorsicht festhalten. Du musst aber dann unten noch loslassen. Aber du machst das super. Wem winkst du? Komm, den Treppenabsatz noch. Muss ich dich nicht so viel tragen. Das ist nämlich auch nicht gerade gut für die Hand. Super.
Toll, machst du das. Wow, klasse. Hier, wir sind fast ganz oben, ne? Kuckuck. Nicht das Gesicht so weit dazwischen stecken wollen. Mila ist direkt zu ihrer Küche geflitzt, hat noch Schneeanzug, alles an. Wollen wir dich mal eben erst ausziehen, Mila? Dann ist dir auch gleich nicht warm. Einmal Arm raus. Super. Beine raus. Fertig. Siehst du, jetzt kannst du doch viel besser spielen. Machen wir noch das Halstuch ab und dann geht's los. Du willst lesen? Dann komm, setz dich auf Mamas Schoß. Upsa. Guck mal, vom Oberteil passen wir farblich richtig gut heute zusammen. Als hätten wir uns abgesprochen. Was ist das? Das ist ein Baby-Pixie-Buch Tierkinder. Was ist das? Ein Schweinchen, ne? Das ist ein Kälbchen. Vor allem, weil überall immer Chen rangehängt wird. Häschen. Kannst du Mama jetzt was kochen? Oder gibt es nur heute Bücher in deiner Küche? Die Raupe nimmersatt. Oh, das passt ja hier zu dir, ne? Wir machen jetzt auf jeden Fall eine kleine Lesestunde, bis wir danach ein kleines Päuschen machen. Bruno ist mit unserer Nachbarin unterwegs, wie fast jeden Freitag. Und ja, so können wir auf jeden Fall jetzt auch ganz entspannt ankommen. Ansonsten würden wir jetzt wahrscheinlich schon wieder mit Bruno rausgehen. Aber so haben wir Zeit hier für eine kleine Lesestunde, ne, Mila? Ja, was ist das? Das ist eine Erdbeere. Da hat sich die Raupe durchgefuttert und Apfelsinen und Pflaumen. Die Raupe nimmer satt, hatte nämlich ordentlich Hunger, ne? Mhm. Ja, mach mal auf. Warte, ich glaube, du musst erst das hier zurückklappen. So, genau. Gucken wir mal die neuen Windeldesigns an. Feuchttücher sind das. Ich habe mich nämlich jetzt dazu entschieden, bei diesen Feuchttüchern mit 99% Wasser zu bleiben. Vorher hatten wir die, diese grünlichen, ich glaube, das waren sensitiv, glaube ich. Müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Aber die hatten wir ja zur Probe geschickt bekommen und ich fand die gut. Und deswegen, ja, haben wir jetzt uns für die entschieden, in unserem Abo. Willst du weiter auspacken? Feuchttücher, Feuchttücher. Feuchttücher. Ich habe jetzt auch wirklich nur die neuen Designs genommen. Ich wollte die alle einmal in der Hand haben und mir angucken. Das ist jetzt das Design. Moment, das ist ja irgendwo immer abgebildet. Hier mit den Ankern drauf. Moment. Da seht ihr es. Und hier seht ihr es ja auch. Und das, was Mila in der Hand hat, auch. Super machst du das, Mila. Kannst einen Turm bauen, ne? Willst du einen Turm bauen? Ja. Brauchst du dann noch mehr Pakete für? Das zweite Design sind so Punkte. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das sieht auch richtig schön aus. Ich zeige euch die gleich mal, wenn ich die auspacke. Hier sind die Prospekte. Da. Und als drittes Design wollte ich eigentlich die Füchse haben oder so ein Walddesign. Aber die sind hier nicht drin. Ich habe dieses normale Lilidoo-Design zugeschickt bekommen. Ihr seht es ja hier. Also entweder hatten die nicht auf Lager. Oder die haben einfach was falsch gemacht. Da muss ich gleich nochmal reingucken. Oder ich habe was falsch bestellt. Das ist echt schade. Auf das Design habe ich mich nämlich sehr gefreut. Mann, sowas finde ich echt schade. Wo wir übrigens gerade bei Lilidoo sind. Ich kann euch jetzt verraten, was wir im Dezember in Hamburg gemacht haben. Auf Instagram habe ich schon verraten. Und zwar waren wir mit Lilidoo in Hamburg. Und die haben ihren TV-Spot gedreht, also für die Werbung. Und Mila durfte dran teilnehmen, also durfte Teil dieser Werbung sein. Und es war super spannend. Ich habe es, glaube ich, erzählt, also dass der Tag super spannend war. Es war wirklich spannend, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, wie das abläuft. Es waren wahnsinnig viele Leute da am Set. Und ja, der Spot ist auf jeden Fall jetzt im Fernsehen zu sehen. Manche haben mir geschrieben, sie haben ihn auf RTL gesehen, auf Six hat es schon jemand gesehen. Und ja, ich kann nochmal versuchen rauszufinden, auf welchen Sendern das am ehesten läuft. Aber ansonsten weiß ich es nicht genau. Ich habe den Clip noch nicht im Fernsehen gesehen in der Werbung, habe ihn aber natürlich zugeschickt bekommen von Lilidoo. Ich darf ihn euch leider nur nicht irgendwie hier einblenden oder online stellen, vervielfältigen oder. Das darf ich einfach aus rechtlichen Gründen nicht. Leider, ich würde es euch gern zeigen. Aber wenn ich irgendwann den Clip im Fernsehen sehe, dann nehme ich das auf und dann zeige ich es euch. Aber vielleicht
seht ihr Mila ja in der aktuellen Lilidoo-Werbung. Mila hat hier jetzt auf jeden Fall großen Spaß mit den Paketen. Achso, und der Lilidoo-Clip ist wirklich nur kurz. Also die haben meistens nur so 10 Sekunden Clips. Und sie ist ganz am Anfang vom Clip. Aber ja, wie gesagt, vielleicht guckt ihr ja im richtigen Moment mal Werbung und seht ihn. Setzt du dir einen Hut auf? Tschüss, tschüss. Setz dich mal lieber hin, Mila. Sonst kann es nicht weitergehen. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Was sagst du? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Oh, die ist ganz bequem, sitzt da entspannt, ne, Mila? Nee, 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 nee. Boah, sind wir durch die Windeln hier gefahren. Mila spielt hier fleißig mit ihren Holzklötzen, mit ihrem Steckspiel. Zumindest hat sie da jetzt angefangen. Mila, dann musst du ja weitermachen. Hier, die auf die Stäbe. Ne? Jetzt hat sie es zumindest raus, fängt da auch selber an mitzuspielen. Guck mal, hier sind noch mehr von denen. Und dann kannst du die Sachen da einfach überall raufstecken, wo du magst. Wie es passt. Und dann oben kommt ein Blümchen rauf. Also die Blumen steckt sie meistens noch nicht drauf, aber sie nutzt die Stäbe und steckt dann die Ringe drauf oder die Blätter, was da halt mit bei ist. Weil das ist von Haber, dieser der Garten, Blumengarten, das ist so ein Steckspiel halt. Aber mit den Holzklötzen spielt sie auch nach wie vor sehr gern. Und ich habe angefangen, hier die Wäsche zusammenzulegen, also eigentlich nur die paar Teile, die von uns dazwischen waren. Und während Mila jetzt noch spielt, kann ich ein paar Snacks vorbereiten. Also in eine Schüssel füllen. Das ist schon die Vorbereitung. Und da nehme ich heute mal von Baby Dream die Bio-Apfel-Karotten-Kekse. Die habe ich, glaube ich, vorgestern aufgemacht und die mag sie auch. Und dann mache ich, glaube ich, ein bisschen Weintraube und ich glaube, die Birnen sind noch zu fest. Habe ich erst nämlich die Tage gekauft. Banane hat sie heute schon so viel gegessen und die sind auch noch nicht so super reif, auch wenn die ein paar braune Stellen haben. Deswegen mache ich, glaube ich, nur Weintrauben dazu. Ja, und die Kekse, das ist ja einfach nur so ein kleiner Snack. Also soll sich ja nicht satt essen. Dann gibt ihr nachher Armbrot. Na, wer kommt da angelaufen? Komm her. Kleinen Snack stelle ich hier hin. Ein paar Kekse, Weintrauben. Wupsa. Und ich habe einen halben Früchteriegel klein geschnitten. Musst du Mama aber den Schnuller geben, Mila. Super, ne? Nächste. Sonst geht's hier nicht. Nimm mal eins zur Zeit. Das reicht doch. Ich nehme dir nichts weg. Oh Gott, deine Nase. Moment mal. Musst du sortieren? Mmh. Isst du einen Keks? Oh. Toll, iss mal. Mmh. Ups, kannst du dich auch hinsetzen, Mila. Genau, kannst dich hinsetzen, ist entspannter, ne? Plumps. Und dann stellen wir dir das hier richtig ran. Kannst du hier zwischen deinen Spielsachen mal essen. Warte, und? Ja, hau runter. Das macht Spaß, ne? Und nun? Baust du es wieder auf? Super. Ja, Anfang ist gemacht, ne? Wir wollen den Turm wieder aufbauen. 9. Gibst du mir mal den da hinten, den Würfel? Die 8? Gib mal her. Danke, mein Schatz. 7. 6. 5. 4. 3. Oh, du schmeißt das ja schon mit deinem Hintern um. Gib schnell her. Oh, 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 warte, warte, warte. Warte. Und? Und? Schmeiß um. Schmeiß um. Was ist das denn für eine neue Taktik? Boah. Du bist ja eine Wilde. 8.
4. Weg ist die 4. So schnell kann es gehen. Oh. Oh. Ups. Oh, umgefallen. Bam. Ich beende den Vlog jetzt schon mal. Wir spielen noch ein bisschen weiter hier mit den Stapelboxen. Sind übrigens von Haber, da hatte letztens jemand gefragt. Ich gucke mal, ob ich die bei Amazon finde. Dann kann ich die euch verlinken. Das war ein Geschenk zu Milas ersten Geburtstag. Und die liebt sie. Also vor allem, wenn man die halt aufbaut und sie die umschmeißen kann. Und damit spielen wir jetzt noch ein bisschen, oder? Was hast du da in deinen Händen? Was ist das? Kann man damit einen Turm bauen? Hm? Ja? Mama, rumklettern kann man auch ganz prima. Und weil es jetzt eben schon dunkel draußen wird, aber wir haben es jetzt auch schon 17 Uhr gleich, beende ich den Vlog schon mal, weil ansonsten ist das so düster hier immer auf der Kamera. Also jetzt geht's gerade, finde ich. Aber ich habe hier gerade auch alle Lichter an. Und ich sitze hier auch gerade noch gegen das Fenster gerichtet. Sobald ich mich umdrehe, ist dunkel, ne? Ne? Da hat schon wieder, upsa, weg ist sie, eine kleine Schnupfnase. Aber ansonsten ist sie fit wie eh und je. Und ich hoffe, ich schaffe es nächste Woche, die Wohnungstour für euch abzudrehen. Ansonsten sehen wir uns bestimmt auch so nächste Woche. Und ich versuche auch, die Tage nochmal oder nächste Woche nochmal bei Instagram live zu gehen. Ich habe das gestern versucht, aber irgendwie hat das leider nicht so gut geklappt. Irgendwie ist die Verbindung ständig abgebrochen und ich weiß nicht genau, woran es lag. Eventuell an den ganzen Herzen, die da geschickt wurden oder an meiner Internetverbindung, wobei die eigentlich gut ist hier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Mila, sagen wir Tschüss. Komm mal zu Mama. Sag mal Tschüss. Genau, sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ne? Super, machst du das. Tschüss.